So, und weiter geht's mit Assassin's Creed 2. Wie angekündigt, habe ich alle Aussichtspunkte hier gemacht. Tada! Hoppala. Ist alles offen. Wir holen uns jetzt erstmal die Codex-Seiten, bevor wir die Mission beginnen. Juhu! Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich immer die überspringe, die offscreen mache, die Aussichtspunkte. Ist ja nichts Spannendes dabei. Und ich mache ja nichts Da ist nebenbei. er! Du Idiot, du hättest den schön mit einem Schlag von hinten erschlagen können, aber nein. Das ist zu viel! Mann, Ezio. So, Wiedersehen. Wiedersehen. So. Mehr weg. Die Codex-Seite holen wir uns ganz einfach. Hallo, kommt mal mit, meine Damen. Und ablenken. So. Jetzt können wir da einfach reingehen, schön. Ist einfacher als diese Kämpferei immer davor. Meine Meinung. So, jetzt gehen wir hier hoch. Nach rechts. Müsste ja gleich hier auftauchen, die nächsten. Die Damen nehme ich mit. Ja, da ist die nächste Codex-Seite direkt vor mir. So. Kommt, lenkt's ab. Kommt, meine Damen. Habt etwas Spaß. So. Geschafft. So. Codex-Seiten hätten wir. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Wir machen erstmal die Mission hier. So. So. Oh. No, no, no. Das heißt, das Seelenkrabbel, glaube ich, mache ich in der nächsten Folge. Oh, rempel mich doch nicht mal an, du Idiot. Salve, Ezio. Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Wird gemacht. Stadtschreier, Attentat auf Antonio Maffei auf der Spitze eines Turms in San Germano. Juhu! Ich will erstmal Munition kurz kaufen. Hier gibt es fantastische mit. Munition. Aber ich wollte gerade Viereck drücken. Viereck X. Bitte schön, der Herr. Empfehlt mich euren Freunden. Nein, werde ich nicht. Juhu, jetzt gehen wir wieder da hoch, wo wir eben waren. So. Rüsten wir das schon mal aus. Alle hopp. Nein. Für eure gottlose Art habt ihr euch den Zorn eines Dämons zugezogen. Gerufen von eurer Sünde wandelt er nun in eurer Welt, gekleidet in Schatten und Dunkelheit. Und wo er geht, folgt ihm der Tod. Warum, fragt ihr? Weil ihr euch vergönnt habt.
Wiedersehen. So, jetzt gehen wir auf den Turm, machen da oben die Schützen, gehen wir das rüber, machen die fertig und dann habe ich halt mal meine Ruhe. Weil es kann nervig werden, wenn die einen mal abschießen, wenn man da hochklettert. Warte, ja. Hoppala, da geht's lang. So. So, das wollte ich. Danke. So. Wir sehen. Böse Geschlecht hat gesündigt wieder. Er kommt sehen. Lazu. So. Du tolles und törichtes Volk. Jetzt haben wir nämlich ohne Probleme. Ist's nicht er allein? Hier runter. Zum Glück ist Ezio einer, der sich noch festhalten kann beim Fallen. So. Jetzt können wir da hochklettern in Ruhe. Ohne von allen Seiten beschossen zu werden. Falsch. Falsch. Richtig. Immer die letzte Seite des Tops ist, wo ich hochklettern muss. Da ist eine Feder da drüben, die hätte ich mitnehmen können, aber nee. Warum gab es denn damals noch keine Aufzüge? Wäre doch viel einfacher, einfach hochfahren, aussteigen, abknallen. Zip. Hopp. Hopp. Und nach rechts. Und da geht's hoch. Schön. Runter hier! Sofort! Der ist tot. Beim Lichte des Herrn sei geläutert! No grazie! Oh! Oh! Dämon! Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Oh, war das knapp. Alter, ich habe noch rechtzeitig B gedrückt. Das war noch im richtigen Moment. Und tschüss. Das war beschissen knapp. Stadtstreier beendet. So. Da ist Süden, dann machen wir den noch hier, der näher in der Stadt ist. Da liegt einer einfach. Gut. Wenn wir jetzt den Typen noch machen in der Folge, machen wir in der nächsten Folge das Grab, in der übernächsten die zwei anderen Attentaten und in der vierten machen wir da mal schauen. Okay, nehme ich heute 4 Folgen mehr auf, wie ich geplant hatte. Gut. Egal. Ezio, das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem.
Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Ach, komm raus zum Spielen, Bernardo. Schnell die finden und eliminieren. Betrachtet unseren Auserwählten. So, ich weiß ja, wo er ist. Mein dummes Gedächtnis. Dup, 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 dup. Über hier hoch. Immer schön eins nach dem anderen. Dann ist er doch. Schon. Seht dann. Oder die Fährte. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Komm, alles wird gut. Und wenn er kommt, wenn es passiert, ich habe gesündigt. Nur, wie soll ich schlafen? Alter, ich komme hier nicht weg. Alter, Idioten. Er ist da. Hilfe. Ich bin bei dir, Fratello. Komm schon, Stronzo. Assassine. Oh, das war alles gar nicht so geplant. Woher soll ich wissen? Nein! Oh, Ezio! Mach doch einfach ein Luftattentat, aber das kann. So anscheinend nicht! Oh, Ezio! Alter, Ezio! Krieg mich gerade ein wenig über Ezio auf! Dass er die Zivilisten umbringen muss! Und jetzt dreht der Typ einfach um! Diese Freude gönne ich euch nicht! Hilfe! Alter, der Typ nervt. Ich dachte, oh, ich muss auf. Oh, da kommt er in Straucheln. Geht doch, Alter. Ezio. Mann. Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Gott in Pace. Die könnte man ja unter die Hose schauen. Das war gerade ein wenig ekelhaft. Ein bisschen ekelhaft. Och, Ezio, bist du so bescheuert oder tust du nur so? So. Will ich das mal folgen, die mir nämlich normalerweise nicht. So. So, danke. Jo, ordentlich was geschafft, ja. Zwei Missionen weniger. Oh, müssen aber erst 13 Minuten rum. Aber egal, ich beende die Folge. Wir sehen uns gleich vor dem Assassinen-Grab am Anfang der nächsten Folge wieder. Ich laufe da schon mal kurz hin. Tschüss, haut rein, euer Heinzelmann. Ciao.